Ein Monsieur Barjou möchte Sie sprechen. Charles Barjou. Er ist zwar nicht angemeldet, aber er sagt, es ist sehr wichtig. Will ich ihm auch geraten haben. Rein mit dem Mann. Oh. Ja, bitte. Darf man? Ich habe was für Sie recht interessant. Sie werden sich wundern. Darüber werden Sie bestimmt sehr erstaunt sein. Jetzt ist er aber neugierig, was? Vielleicht wird's bald. Der Tipp ist ein Riesenwert. Klasse, dachte ich's mir doch. Der Kamerad nennt sich jetzt Stanley Reeves. Da staunt er. Er hat ein Appartement auf der Île Saint-Louis. Ganz allein gestorben. Ist wirklich ungeheuerlich. Ja, ich war auch sehr erstaunt. Deswegen habe ich Sie herbitten lassen. Das dürfte sich doch um eine Verwechslung handeln. Da bin ich noch nicht mal so sicher. Die Frage ist, warum schießt man auf einen Mann, der tot ist? Vielleicht kommen Sie mit der Überlegung weiter. Was ich über den Fall weiß, habe ich Ihnen rübergeschickt. Mhm. Sagen Sie, würden Sie die beiden Männer wiedererkennen? Oh, das glaube ich kaum. Ich weiß nur, dass es zwei Männer gewesen sind. Mehr nicht. Groß, dick, jung, alt, so schön wie ich. Von allem ein bisschen. Hier kommen und gehen die Menschen pausenlos. Hätte ich gewusst, dass sie mich zusammenschlagen, hätte ich sie mir angesehen. Aber sowas kann man ja nicht riechen. Hat Ihnen die Polizei schon Fotos gezeigt? Ja, sicher. Hunderte. Aber es hat doch keinen Sinn. Ich erkenne keinen wieder. Ich könnte nur raten. Sie haben gesagt, Sie sind Freunde von Reeves und möchten ihn sehen. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Ich habe das Archiv beauftragt, Ihnen sofort die Akte Lomax rüberzuschicken. Wenn Sie was Neues wissen... Dann möchten Sie Bescheid wissen. So ist es. Bei diesem Fall werde ich Ihnen ein bisschen auf die Finger gucken, Sullivan. Hände begucken gibt Ärger. Wird King auch mitarbeiten? Ich hoffe es. Falls wir ihn finden.
Und noch ein Schrittchen. So. Wir haben es geschafft. So, die Fahne hätten wir. Und nun für alle müden Aufsteiger, die nach uns kommen, etwas zur Erfrischung und zur Erbauung. Warum jemand auf einen Mann schießt, der bereits tot ist, das will mir nicht in den Kopf. In der Tat. Ja, in der Tat, das klingt recht eigenwillig. Aber dein Genie wird sicher dafür bald eine Erklärung finden. Ich werde mit meinem Genie sprechen. Chris Lomax. Der ehemals so berühmt-berüchtigte Chris Lomax. Irrtum. Das ist der amerikanische Geschäftsmann Stanley Reeves. Oh. Er da ist Lomax. Also auf die Ähnlichkeit wäre ich auch reingefallen. Dann ist Stanley Reeves der Doppelgänger von Lomax. Um ganz sicher zu gehen, haben sie die Fingerabdrücke der Toten verglichen. Und Lomax war es nicht. Konnte er ja auch nicht, denn Lomax ist seit 6 Jahren tot. Es scheint aber jemand zu geben, der das nicht glaubt. Wenn ich mich recht entsinne, nannten sie ihn damals Al Capone Nummer 2. Von mir aus hätten sie ihn auch fürchte Gott vom Gemüsemarkt nennen können. Cy Harlan, die graue Eminenz und Partner von Lomax. Er soll inzwischen sauber geworden sein. Statte ihm doch mal einen Besuch ab, Annabelle. Er ist für das, was du zu bieten hast, sehr empfänglich. Ein fieser Sabberhahn. Und was wir vordringlich für dieses Unternehmen brauchen, ist ein Mann mit einer absolut weißen Weste. Er muss nicht viel in der Weltgeschichte herumreisen. Er muss nur an seinem Schreibtisch sitzen und sich mit den Internas unseres Betriebes befassen. Als da sind, verhandeln, telefonieren, wieder verhandeln. Und am Ball bleiben, was die Trends angeht. Ein paar Fakten zusammenstellen, sie interpretieren. Ja? Hier ist eine junge Dame von der Zeitung, eine Miss Claire Simons von der Tribune. Von der Tribune? Eine Reporterin? Ja, Sir. Claire Simons. Ist sie noch unter 30? Ja, Mr. Harlan. Na, dann mal rein mit ihr. Normalerweise empfange ich Pressefritzen nicht. Ist nur Zeitverschwendung. Es kommt nichts raus dabei. Und warum empfangen Sie mich dann? No, ich war neugierig auf Sie. Mhm. Genauso geht es mir mit Ihnen. Ist das wahr? Setzen Sie sich doch. Ich danke sehr. Haben Sie einen Presseausweis? Mhm. Mhm. Ah ja. Und was hat sie neugierig auf mich gemacht? Ihr Ruf, den Sie genießen. Wie schallt er denn? Glänzender Geschäftsmann und Frauenkenner. Sie schmeicheln mir. Warum dieses? Meine Brille muss ich wieder haben, sonst fühle ich mich nackt. Obwohl es Sie kleiden würde. Also, was wollen Sie von mir? Ja und? Was soll ich dazu sagen? Kennen Sie den Mann wieder? Na sicher, das ist Chris Lomax. Nein, das ist ein Irrtum. Wie soll ich das verstehen? Ist er das nicht? Nein, das ist er nicht. Das ist ein gewisser Stanley Reeves. Er ist vor ein paar Tagen an einem Herzanfall gestorben. Trinken Sie auch einen Whisky? Ja, gern. Die Polizei hat seine Fingerabdrücke genommen, weil sie auch nicht ganz sicher war. Ach, tatsächlich? Ja, stellen Sie sich vor. Es waren nicht die Abdrücke von Lomax. Nein? Ja, das ist ja auch selbstverständlich, dass der Tote andere Fingerabdrücke hat als Lomax. Lomax ist seit 6 Jahren tot. Komisch ist, dass 2 Männer in das Leichenschauhaus gekommen sind und auf den bereits toten Stanley Reeves geschossen haben. Auf ihren Scharfblick, der auch ohne Brille ungetrübt ist. Was hat Sie auf die Idee gebracht, dass Lomax noch am Leben sein könnte? Hören Sie mal, jetzt werden Sie etwas unverschämt, Miss Simons. Das befremdet mich. Dieser Lomax und Sie waren doch Freunde, oder irre ich mich? Wir beide hatten nur geschäftlich miteinander zu tun. Aha. Sagen Sie, hat Lomax nicht Ihren Bruder umgebracht? Betrachten Sie das Gespräch als beendet, Miss Simons. Wie kommen Sie darauf, dass Lomax noch am Leben sein könnte? Aus, Schluss jetzt. Das Interview ist zu Ende. Trinken Sie den Whisky aus und verschwinden Sie. Und was haben Gnefrau erreicht? Hm.
Nicht sehr viel. Ich bin aber überzeugt, dass er dahinter steckt. Das ist doch schon etwas. Ich war inzwischen bei dem Arzt, der Lomax Totenschein ausgestellt hat. Er scheint sauber zu sein und hat einen recht guten Ruf. Er sagt, Lomax ist damals tot gewesen. Das würde er auch beeiden. Jederzeit. Sind das etwa alles Akten über Lomax? Der Bengel hat eine Vergangenheit, dagegen sind die Borgias eine reine Pfadfindergruppe. Und dem konnte niemals etwas nachgewiesen werden? So ist es. Als sie endlich ein paar Beweise gegen das Bübchen im Kasten hatten, vermasselt er denen die Tour und reicht den Löffel. Der einzige Strohhalm, der uns bleibt, ist diese Tante hier. Tanja André. Jason fährt gerade hin. Wer ist diese Tanja? Die letzte Braut des Dahingeschlichenen. Ein bisschen viel Zühne im Mundwinkel, findest du nicht? Wissen Sie, er war ganz anders als alle anderen. In einer Woche hat man mit ihm zusammen mehr erlebt und mehr gelacht als mit einem anderen Mann in einem ganzen Leben. Wenn man Sie so hört, regt sich etwas in mir, der Neid. Tja, wissen Sie, dieser Mensch war eben die ganz große Ausnahme. In Betrachtung seiner kriminellen Delikte kann man das Gleiche behaupten. Das wurde damals alles nur hochgespielt. Er ist immer sehr großzügig gewesen und die Tausender flogen bei ihm nur so raus. Wie er sie gemacht hat, das war mir egal. Glauben Sie, keiner wird mir die Erinnerung an ihn zerstören. Die herrlichsten Zeiten haben wir überall verlebt. Die ganze Welt haben wir gesehen und die verrückten Einfälle, die er gehabt hat. Plötzlich waren wir in Athen, Hongkong, in Lissabon, in Istanbul. Was sehenswert auf der Welt ist, kenne ich durch ihn. Auch Abenteuer, auch Gefahren und viele nette Menschen. Ich habe ihn geliebt. Es wird nie wieder jemanden geben, der so war wie er. Sie kennen mich nicht. Ich lege auch keinen Wert darauf. Ich kann Bärte nämlich nicht ausstehen. Manch einem wächst eben keiner. Ich sehe doch mit Bart ganz passabel aus. Man weiß, wo vorne ist. Warum haben Sie ihm keinen Nachruf geschrieben? Er hat keinen Nachruf nötig gehabt. Sie sagten mir gerade Ihre Pauschalreisen auf Istanbul, Lissabon, Gott weiß was noch alles. Hatte er irgendein Städtchen besonders gern? Wieso denn das? Ich meine, was bezwecken Sie mit dieser Frage? Ich drücke mich dann deutlicher aus. Nehmen wir an, er wäre Frührentner und hätte sich zur Ruhe gesetzt. Wo säße er dann? Was für eine Idee! So etwas Albernes wäre ihm sicher nie eingefallen. Also schön, um ein langes Kurz zu machen. Was würden Sie davon halten, wenn er immer noch der muntersten einer ist und irgendwo im Verborgenen blüht? Nein. Das ist absolut unmöglich. Nein. Wirklich unmöglich. So hat man es heute früh gegen 8 entdeckt. Es ist nichts verändert worden. Es ergibt sich die Frage, war die Leiche drin, als das Grab geöffnet worden ist oder nicht? Und wenn ja, war es die von Lomax? Aber was will derjenige mit der Leiche anfangen? Ein Fragezeichen jagt das andere. Der Name Chris Lomax und ein Fragezeichen scheinen das Gleiche zu bedeuten. Sullivan, fest steht für mich nur eins. Sollte dieser Chris Lomax tatsächlich noch am Leben sein, dann müssen Sie diesen Burschen irgendwie schnappen. Wie, ist mir egal. Er soll jede Menge Waffen nach Afrika geliefert haben. Waffen, mit denen in den letzten Jahren tausende unschuldiger Menschen umgebracht worden sind. Wenn dieser Herr kein Gespenst ist, dann werde ich ihn mir schnappen. Madame André? Sind Sie das Taxi? Oui, Madame. Soll ich die Koffer runtertragen? Das wäre sehr nett. Pardon. Musik.
Das hätten Sie nicht tun sollen, Harlan. Sie haben einen großen Fehler gemacht, Barjou. Dabei bin ich aber auf etwas gestoßen, was Sie interessiert. Irgendjemand hat heute Nacht den Sarg von Chris Lomax ausgebuddelt und aufgemacht. Die Leiche ist jedenfalls verschwunden. Das ist aber noch nicht alles. Was gibt's denn noch? Seine ehemalige Geliebte Tanya ist vor ein paar Stunden vom Flugplatz Orly weggeflogen und... Wohin? Das kostet aber noch einen Riesen, lieber Harlan. Wo sie hingeflogen ist, will ich wissen. Nach Athen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ich wollte Tag. Nur wissen, ob mein Fräulein Braut schon arriviert ist. Würden Sie mir bitte sagen, wie die Dame heißt? Ja, Madame André. Madame Tanya André. Ja, wann erwarten Sie denn die Dame in Athen? Seit gestern, mit Ungeduld. Tut mir leid, aber eine Madame André ist in den letzten 2 Tagen nicht bei uns abgestiegen. Dann hat sie doch wieder das Fahrgeld vernascht. Ach, der ganze Tag war eine einzige Enttäuschung. Außer Spesen nichts gewesen. Was studierst du denn da Feines? Wo ich heute überall war? Ja, hoffentlich hat Stuart mehr Glück gehabt. In den Akten gibt es nicht einen Hinweis auf Athen. Ach, vielleicht ist sie nur wegen der weißen Rosen hergekommen. Es gibt noch was, vielleicht benutzt sie einen anderen Namen. Das würde bedeuten, dass sie ätzliche Pässe ihr eigen nennt. Wir suchen eine Tanya André. Wohnt sie hier? Nein, tut mir leid, die Dame wohnt nicht bei uns. Würden Sie bitte mal nachsehen? Es ist nicht nötig, Sie können mir auch so glauben. Es war vorhin schon jemand da, der nach der Dame gefragt hat. Ja, allerdings, das finde ich auch interessant. Aber das war ja wohl zu erwarten. Sicher, und was sollen wir jetzt tun? Tun? Ihr bleibt zunächst da. Und zwar so lange, bis ihr sie gefunden habt. Hör zu, noch etwas. Wenn sie dich zu Lomax gebracht hat, verlange ich, dass es klappt. Du überzeugst dich vorher. Sonst mache ich dir die Hölle heiß. Glück gehabt. Wenn wir hier scheitern sollten, treten wir als flotter Dreier auf. Oh ja. Ich kombiniere also einen Schuss in den Ofen. Wo könnte Madame denn deiner Meinung nach noch stecken? Nun, sie muss ja vom Flugplatz nicht unbedingt in ein Hotel gefahren sein. Vielleicht ist sie bei Freunden. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, aber dass sie Freunde in Athen hat, steht leider nicht in unseren Akten. Wo sollen wir da anfangen zu suchen? Am besten im Schrank. Haha. Nach diesem kurzen Auflachen schlage ich vor. Ja, schlag mal vor. Wie wäre es, wenn wir die Zeitungsmasche weiterverfolgten? Wieder als Reporter gedacht oder wie dachtest du? Annabelle wird der Lockvogel sein. Das habe ich schon mal dargestellt. Da warst du auch unschlagbar gut. Geh mal in die großen Bars. Und frage die Herren Barmixer, ob sie in letzter Zeit diesen Lomax gesehen haben. Das müsste ihn doch aufscheuchen. Ich akklamiere. Allerdings ist das nicht ganz ungefährlich. Trefflich bemerkt. Für Annabelle war das Leben nie ungefährlich. Als Köder ist sie fast verführerischer als ich. Deine Selbstkritik überwältigt mich zur Gänze. Ganz im Ernst. Ich finde wirklich, du bist viel hübscher als ich. Jason. Nein, hab mich geirrt. Dann brauchst du mich auch nicht zu beschützen und kannst mich in die Fremde jagen. Entschuldigen Sie, ich habe eine Frage. Ja, fragen Sie, ich bin ja nicht taub. Können Sie mir sagen, ob Sie diesen Mann hier kennen? Er ist Lomax, Chris Lomax. Darf ich? Tonic Celeste, Nico? Wird nur der Porte. Ja, tut mir leid, den kennt niemand hier. Da kann man nichts machen. Ich danke Ihnen sehr. Ich auch. Verzeihen Sie, wenn ich Sie anspreche. Hm? Sie suchen Lomax, ja? Ja, kennen Sie ihn? Na sicher. Wo ist er? Ich kann Sie hinfahren. Draußen steht mein Wagen. Steigen Sie doch ein. Thank you.
Kennen Sie denn Chris Lomax gut? Ja. Wohnt er noch weit von hier? Erzählen Sie mal, was wissen Sie über Lomax? Dann können Sie aber langsam Ihren Lomax vergessen. Angst? Oder regt sich vielleicht meine Narbe auf? Sehe ich denn so ängstlich aus? Oh, manche haben Angst vor meiner Narbe. Ich hatte früher mal einen kleinen Unfall. Ich bin nämlich Autorennen gefahren. Also wo ist Lomax? Ich habe schon viele, viele schöne Frauen gesehen. Aber noch keine habe ich so begehrt wie Sie. Wollen Sie damit sagen, Sie haben mich nur hierher gelockt? Ich habe diesen Lomax bisher noch nie gesehen. Und noch nie was von ihm gehört. Und ich falle drauf rein. Für einen billigen Trick. Hier draußen zu schreien wäre sinnlos. Es würde Sie niemand hören. Hier sagen sich die Füchse gute Nacht. Woher wollen Sie wissen, dass ich schreien werde? Komm raus. Wo bist du denn gewesen? Der Bengel hat zu stark aufs Gas getreten. So schnell bin ich nicht mitgekommen. Ja? Schnell war er, das kann man wohl sagen. Was Neues von Tanja André? Jason, das ist dein Ressort. Die großen Hotels habe ich alle abgeklappert. Jetzt bin ich schon bei den Absteigen mit 3 Betten pro Stübchen. Jedoch auf den Fluren warm und kalt Fließwasser. Dann streife du mal weiter durch die Fluren. Und was mache ich? Da ist so eine kleine Taverne mit einem unaussprechlichen Namen auf der Kekoppersstraße. Würdest du das auch übernehmen? Ja, sicher. Sag an, Gevatter, wenn dieser Chris Lomax überhaupt nicht existiert, müssen wir dann einen erfinden? Ein schöner Abend, nicht? Ja, doch, aber Tanja André haben wir bisher noch nicht gefunden. Nein, ich bin enttäuscht, Sullivan. Tut mir leid, aber sie ist weder in einem Hotel noch in einer Pension abgestiegen. Vielleicht ist sie gleich dahin gefahren, wo auch Chris Lomax zu finden ist. Vielleicht. Vielleicht jagen wir auch nur ein Phantom. Was sind denn das für Töne? Wollen Sie etwa aufgeben oder liegt das nur in dem schwülen Wetter heute Abend? Durchaus nicht. Wenn Sie diese Frau gefunden haben, werden Sie auch wissen, wo sich Lomax befindet. Die liebe Annabelle klappert zurzeit alle großen Bars ab und zeigt sein Foto rum. Sie glauben, Lomax taucht auf, wenn er das erfährt? Ich hoffe es jedenfalls. Sind Sie wenigstens auf seinen Erscheinen vorbereitet, wenn er plötzlich da ist? Annabelle ist das, nicht ich. Überraschungen sind für sie nichts Fremdes. Sie hatte ja jede Menge davon. Nein, nicht schießen. Warten Sie. Ich habe jemanden getroffen. Dem habe ich alles erzählt, was ich über Sie weiß. Auch, dass Sie das Bild von Lomax überall zeigen. Der Mann möchte Sie kennenlernen. Was haben Sie eigentlich vor? Wollen Sie mich vielleicht noch mehr reinlegen? Nein, Sie hätten nicht vor mir ausrücken sollen. Das war falsch.
Ich wollte sie ja hinbringen. Ach, das lassen Sie doch bitte. Legen Sie den Hörer wieder hin oder Sie erfahren gar nichts. Ich will ja nichts über ihn wissen. Ihre Sache. Also, was ist nun? Vielleicht äußern Sie sich bald. Haben Sie Interesse daran oder nicht? Ja oder nein? Sehen Sie, ich werde jetzt gehen. Wenn Sie also wollen, müssen Sie sich schon bequemen, mitzukommen. Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Alexandros Lissardov. Claire Simons. Und das ist Madame André. Madame André ist eine alte Freundin von mir aus Paris. Mhm. Darf ich Ihnen einen Cognac anbieten? Ja, gern. Wie ich sehe, sind Sie eine Frau, die zu außerordentlicher Vorsicht neigt. Das finde ich sehr klug. Ihr Cognac. Danke. Verraten Sie mir doch mal etwas, ich bin nämlich sehr neugierig. Wieso wandern Sie überall in Athen umher und zeigen überall eine Fotografie von Chris Lomax? Die Erklärung ist relativ einfach. Ich bin Reporterin bei der Tribune und jage eine Story hinterher. Oh. Eine Story über einen Mann, der schon vor fast 6 Jahren gestorben ist? Es gibt aber Leute, die glauben, dass er noch lebt und sich in Athen aufhält. Ja, die Geschichte von dem leeren Sarg, wenn ich nicht irre. Die hat übrigens auch Madame André veranlasst, mich hier aufzusuchen. Ah ja, Alexandros hat mich aber davon überzeugt, dass Chris Lomax hier nirgendwo in der Stadt sein kann. Mhm. Wenn dieser Mann in Athen wäre, würde ich es wissen. Und Sie können sich darauf verlassen, er ist nicht hier. Tut mir leid, aber ich fürchte, aus der Story wird nichts, Miss Simons. Quinteros, Corona, Corona. Ja, ja. Ich rauche die Zigarren gelegentlich selbst. Allerdings selten. Diese Marke hat doch Chris Lomax auch geraucht, ne? Ja. 15 Stück täglich. Er war ein leidenschaftlicher Raucher. Übrigens, Ihr Cognac ist ausgezeichnet. Er ist schon 50 Jahre alt. Darf ich Ihnen noch einen kleinen einschenken? So, das reicht, Lizaros. Sie will eine Story haben und die soll sie von mir kriegen. Die größte, die sie in ihrem Leben gehabt hat. Drehen Sie sich doch mal um, Miss Simons. Das Auge möchte auch etwas haben. Treten Sie näher, ohne Scheu. Wir sind alle bei Ihnen. Sie sehen gut aus. Sehr gut sogar. So wie Sie stelle ich mir eine richtige Frau vor. Sie haben eine herrliche Haut. Wunderschön. Eine englische Rose, die gedeihen gut, wo es kühl und feucht ist. Seien Sie willkommen in meiner heilen Welt. Machen Sie sich's bequem, fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Sie werden eine Weile hier bleiben.
Wissen Sie, ich lebe so wie eine Spinne. Ich locke meine Opfer und die verfangen sich in dem Netz, das ich ausgespannt habe. Keine Angst, Scherz muss sein. Mögen Sie Van Gogh? Können Sie sich noch an die Aufregung erinnern, als die damals verschwunden sind? Dieser Van Gogh soll übrigens auch ein merkwürdiger Mensch gewesen sein. Na ja, auf irgendeine Art ist schließlich jeder verrückt. Etwas zu haben, was dem normalen Bürger über die Hutschnur geht, reicht da schon. Übrigens, Alexandros hätte sich eher umbringen lassen, als mich zu verraten. Und diese Zigarrenmarke. Sie haben meine Akte gut studiert. Wissen Sie, es sind immer nur die Kleinigkeiten, die im Leben wirklich zählen. Das Komische ist, dass Alexandros wirklich ab und zu Quinteros raucht. Aber das hätten Sie wahrscheinlich doch nicht geglaubt, hm? Sie mögen ja wohl Cognac. Sie hätten immer weiter nach mir rumgeschnuppert, stimmt das? Mr. Lomax? Mhm. Sagen Sie mal, warum haben Sie mich hierher bringen lassen? Auch sehr angenehm. Ich meine, das Timbre Ihrer Stimme gefällt mir. Ich war einfach neugierig. Setzen Sie sich. Wissen Sie, ich habe gedacht, dass Alexandros Geschichte und Tanjas Verhalten Sie überzeugen würden, dass ich tatsächlich tot bin. Und wenn Sie das gefressen hätten, würden Sie aufhören, mein Bild überall rumzuzeigen. Wärmen Sie ihn etwas mit der Hand. Jetzt können Sie mich nicht mehr laufen lassen. Nun müssen Sie mich umbringen. Eine andere Lösung gibt's ja für Sie nicht. Ich habe noch nie jemanden in meinem Leben umgebracht. Nein, Sie selbst sicher nicht, das glaube ich Ihnen. Wissen Sie, ich fürchte, Sie haben zu viel Gruselgeschichten über mich gehört. Wenn nur die Hälfte davon wahr ist, dann reicht das schon für lebenslänglich. Das ist aber hart. Ich schätze, ich muss Ihnen mal die Wahrheit erzählen. Erzählen Sie, ich höre. Zwischen Tür und Angel geht das aber nicht. Dazu brauchen wir ein paar Tage. Meine Story ist recht dramatisch. Sie wird Ihnen gefallen. Was denn, wollen Sie etwa gehen, Miss Simons? Das wird nicht möglich sein. Dafür ist es zu spät. Aber ich werde Sie bestimmt nicht enttäuschen. Ich bin gleich wieder da. Setzen Sie sich doch. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Ihr seht mich an, als wenn ihr zur Schlachtbank geführt werden sollt. Du hättest dich dieser Frau keinesfalls zeigen dürfen. Das war ein sehr großer Fehler. Das überlass bitte mir, ja? Ich muss sowieso weiter, hier kann ich nicht mehr bleiben. Und was wird aus mir? Das werde ich dir sagen. Du fährst wieder nach Athen zurück und da wartest du auf mich. Wirst du diesmal wieder sterben oder wie ist das? Kann ich noch nicht sagen, aber möglich wär's. Du wirst es erleben. Das ist nur fraglich. Das letzte Mal habe ich 6 Jahre auf dich warten müssen. Ach, mit diesem Ton erreichst du bei mir doch überhaupt nichts, das weißt du doch. Du hättest diese Frau niemals hierher bringen lassen dürfen. Ach, das Leben hier ist für mich verflixt langweilig geworden. Du wärst sicher schon vertrocknet, selbst wenn du so viel Geld hättest wie ich. Du würdest nie mehr aus dem Haus gehen und an einer langen Weile ersticken. Aber ich bin anders. Ich habe noch zu viel Pulver und darum brauche ich Abwechslung. Ich werde noch mal ganz von vorn anfangen. Ich werde aus dem Ruhestand wieder auftauchen, verstehst du? Das Leben im Exil ist für mich zu Ende. So. Wenn du das ernst meinst, wird es mit dir bald aus sein. Nichts wird aus sein. Es wird alles so laufen, wie ich es will. Und solange ich will. Und was soll aus dieser Frau werden? Was soll aus der schon werden? Sie ist ein Spielzeug, weiter nichts. Und wenn ich genug gespielt habe, lege ich es einfach wieder weg. Aber irgendwo muss sie doch sein und hier hat sie offenbar nicht geschlafen. Jedenfalls nicht heute Nacht. Ich habe sie aber hier abgeliefert. Hier an der Zimmertür. Schön und gut, aber trotzdem ist sie verschwunden. Sie hat wahrscheinlich noch mal einen kleinen Spaziergang gemacht. Nur schlechte Nachrichten heute wieder. Vielleicht hat hier auch jemand gesessen und auf sie gewartet. Was ist denn mit dem Bübchen, der sie schon mal verschleppen wollte? Dieser... Mit der kleidsamen Narbe? Ja, dieser Geschlitzte. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wohin eilst du, Clementine? Ich eile zum Empfang, du Chefkomiker. Vielleicht hat der Portier was gemerkt. Er wird immer abartiger. Also ich komme immer wieder auf Beethoven zurück. Er ist für mich der Größte. Seine Musik ist einzigartig. Er ist wirklich ein Genie. Warum sollte man sie für tot halten? Die Frage klingt gut. Tja, ich musste sterben. Die Meute ist mir zu dicht auf die Pelle gerückt. Das wäre nicht gut gegangen. Einen anderen Ausweg gab es für mich nicht.
Und wie haben Sie die Sache mit dem Totenschein hingekriegt? Ach das? Oh, da habe ich gewaltig gedreht. So einfach war das gar nicht. Wollen Sie nicht auch ein kleines Stückchen Champagner? Schmeckt das Mittagessen nachher besser. Danke, mir ist jetzt nicht danach. Was heißt, Ihnen ist nicht danach? Ich finde, man sollte alles, was das Leben zu bieten hat, auch genießen. Man ist viel zu lange tot. Außer in Ihrem Fall natürlich. Sie sind ein Schelm. Also wie war das nun mit dem Totenschein? Ja, es gibt eine Droge, die bewirkt, dass das Herz fast zum Stillstand kommt. Allerdings funktioniert das nicht immer. Ich meine, es gibt keine Garantie dafür, dass man wieder aufwacht. Die Chance ist 50-50. So hoch spielen Sie? Ich verlasse mich da auf mein Glück. Das hat mich noch nie verlassen. Sie kennen Cy Harlan. Haben Sie seinen Bruder umgebracht? Ich selbst habe ihn nicht umgebracht. Kennen Sie eigentlich Machiavelli? Schon mal gelesen? Ich weiß genau, worauf Sie hinaus wollen. Für Machiavelli war auch Mord nur ein Mittel zum Erfolg. Er hat diese Maxime zum Prinzip erhoben. Sie sind sehr intelligent, Claire. Ganz im Ernst. Sie gefallen mir immer besser. Das ist gar nicht gut. Denn unsere Bekanntschaft kann ja nur von kurzer Dauer sein. Das ist wirklich schade. Ich bedauere das sehr. Also seien Sie nicht so nett zu mir. Sonst verliebe ich mich noch in Sie, Claire. Das würde Sie belasten, wenn Sie mich umbringen lassen wollen. Ja, das ist richtig. Ein Mensch wie ich darf keine Gefühle investieren. Aber wie kommen Sie darauf, dass ich Sie umbringen lassen werde? Das könnte doch sein. Ich bin eine Gefahr für Sie. Trinken Sie ein Glas Champagner. Wirklich die Tinte im Vergleich zu dem Zeug, das ich im Urlaub getrunken habe. Der war herrlich, dazu konnte man Kaffee sagen. Bringen Sie noch ein Uso, ja? Einen Uso, sehr gerne. Das ist eine sehr, naja, äußerst vage Spur. Eine Typen wie der sind Gewohnheitstiere. Wenn der hier mal gewesen ist, kreuzt er auch wieder auf. Verlass dich drauf. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Hör endlich auf die Tür zu starren. Du machst mich langsam wahnsinnig. No, no. Entschuldige, ich meine das nicht so. Es ist die blödsinnige Hitze. Ich komme offenbar in die Wechseljahre. Also gut, ich höre auf die Tür zu starren. Wenn du mir versprichst, keinen Uso mehr zu trinken. Das war dein 13. Na, das Zeug habe ich zum letzten Mal genossen, als ich auf den Spuren Byrons wandelte. Kennst du Sunion? Nein, noch nie getrunken. Freund, ich meine Byrons unsterbliche Zeilen. Ich war ja noch nie in Bayern. Bettet mich. Bettet mich an Sunions marmorne Klippen, wo ich nichts höre als das Murmeln und Rauschen des vorbeiziehenden Meeres. Und wo ich mich... Du musst unbedingt wieder nach Davos. Sieh mal, wer da durch die Tür schwebt. Tanja André. Und sie darf mich auf gar keinen Fall nehmen. Ich warte im Wagen auf dich. Ich habe schon den ganzen Nachmittag auf dich gewartet. Wo warst du denn so lange? Ich dachte schon, du... Fällina Sixeri. Geben Sie mir bitte einen Kaffee. Ja, ja. Mit Milch und Zucker, ja? Mit Milch und Zucker, ja, schon. Ein Uso. Ein Uso, bitte sehr. War noch was, nachdem ich gestern Abend weggefahren bin? So. Was meinst du damit? Was soll gewesen sein? Ja, mit diesem Mädchen. Na, Lomax ist natürlich noch zu ihr rübergegangen. Was soll schon sein? Ich will sofort zu Lomax zurück. Bitte fahr mich gleich hin. Das wird ihm nicht recht sein. Das ist mir ganz egal. Fahr mich hin. Noch meinetwegen. Es ist deine Beerdigung. Aber ich darf erst einen Schluck trinken. Uso. Tja, wir werden jetzt gehen, was? Wenn du eine falsche Bewegung machst, lege ich dich um. Wo ist hier der Hinterausgang? Woher soll ich denn das? Genau hinter Ihnen. Los, geh vor. Ja.
Hol die Kleine. Danke, ja. Danke. Na, geht's? Ja, es geht. Ach, gut. Ich hab ja meinen Drink noch hier. Eddie. Schneller, ich bin dein Gewand. So, rein hier. Hinter Narbengesicht her, ja? Nein, zwei Kerle haben Tanja geschnappt. Sie sind durch den Hinterausgang geflitzt. Sind wir unter uns, Madame? Dann packen Sie mal aus. Kurz, knapp und genau, wenn ich bitten darf. Wo ist Lomax? Sie verschwenden Ihre Zeit, meine Herren. Ich frage zum letzten Mal, wo ist Lomax? Du, da ist ein Wagen hinter uns her. Sie haben uns entdeckt. Bist du einsatzbereit? Darfst mich nur nicht zum Lachen bringen. Versuch mal zu überholen. Wird nicht einfach sein, Emil. Wenn das einfach wäre, würde ich laufen. Komm, überhol, setz dich davor. Moment, ich komme ja. Ich finde, kein Komponist hat eine Mondscheinnacht romantischer beschrieben als Debussy. Du isst ja überhaupt nichts. Warum denn das? Ich habe keinen Hunger. Oder schmecken dir die Trüffel nicht? Doch, ich mag Trüffel gern. Du solltest wenigstens mal probieren. Die Taube ist weich wie Butter. Na gut, dann eben nicht. Sag was, frag was, aber sitz nicht so rum. Nein, nicht. Lieber nichts. Du siehst so traurig aus. Wenn du traurig bist, dann bist du noch schöner. Hm. Lizardos! Lizardos! Tanja! Sie haben Tanja, zwei Männer in einem Auto. Sie sind mit ihr weggefahren. Wer, Polizei? Nein, verflixt doch mal, das gibt Ärger. Sowas habe ich ja kommen sehen. Wieso? Was willst du denn machen? Erst muss es mal Lomax wissen. Ich habe alles gehört. Ich komme in ein paar Minuten raus. Sind die beiden Männer Freunde von dir? Nein, ich habe keine Freunde hier in Athen. Du lügst ja. Das sehe ich an deinen Augen. Ich habe wirklich keine Freunde hier. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich das bedauere, aber wir müssen leider unser so angenehmes Gespräch jetzt beenden. Das ist nun mal nicht zu ändern. Schade. Weißt du eigentlich, was du für mich bedeutest, Claire? Es steht dir nicht, wenn du sentimental wirst. Da hast du recht. Außerdem ist das ja auch unmodern. So, du Halunke, ich gebe dir genau 10 Sekunden, um zu singen. Ich gucke auf die Uhr. So, fang an. Schnell geschossen macht verdrossen. Alte Bauernregel.
Ihr seid zu spät gekommen, er hat Schluss gemacht. Mhm. Er hat sich eben umgebracht. Und diesmal wird es kein Erwachen geben.